Servus Leute, hier ist wieder euer Snitch und diesmal wieder mit einem Combat Arms Patch Update Video. Und zwar war es ja so, dass ich letzte Woche leider kein Video rausbringen konnte, weil ich Realschulabschlussprüfungen hatte, die mündlichen, und ich dann erst Samstag Zeit hätte oder Zeit gehabt hätte, eins rauszubringen, und das war dann zu spät. Das war mir dann ein bisschen zu harzig, das dann noch rauszubringen. Und ja, deswegen heute hier mit einem neuen Combat Arms Patch Video. Und zwar hat sich heute auch sehr, sehr viel verändert. Oder es gibt sehr, sehr viel Neues. Fangen wir hier mal bei Limited an. Also es gibt einmal die P90 TRSE. Gab es permanent zu kaufen. Die ist ausverkauft. Und zwar war sie nach 30 Minuten ausverkauft. 100 Stück. Ist schon wirklich gut. Also ich bin nicht gerade der Fan des Command Arms jetzt da ganzen OP-Waffen rausbringt. Aber naja, was soll's gut. Dazu gibt es hier noch die Phoenix MG21E Steel oder das Phoenix MG21E Steel. Hier kann man allerdings nicht permanent kaufen und ist auch eine Anzahl, die man kaufen kann hier. Wurde erst einmal gekauft, bisschen low, aber trotzdem. Den hier gibt es auch hier einmal für 90, einmal für 30 Stahl. Hat halt 50% Headshot Protection. Hier könnt ihr sehen, weil das da steht ja hier Set dran. Das heißt, wenn ihr hier drei Sachen davon habt, nehmen wir an, ihr habt hier diesen Helm, die Assault Vest und sagen wir die G36, dann habt ihr drei Sachen. Das bringt euch also drei Set Effekt bei NPCs Damage plus 10 und GP plus 10%. Bei 4 bringt es dann halt Protection plus 10, Damage plus 20 und GP plus 25%. Allerdings der Damage immer nur bei NPCs. Und hier könnt ihr halt alles sehen, wie es so ist. Und hier gibt es dann halt EXP, GP, Magazins, dann Stamina, Protection und Damage. Ja, sind halt geldgeil, die Nexon oder Combat Arms Macher. So, was gibt es sonst noch so Neues? Einmal die Phoenix G36E Valkyrie. Die gibt es allerdings nicht permanent. Hier seht ihr immer, was sie bringen, die Sets. Noch einmal ein Messer, gibt es auch nicht permanent. Hier die Assault Vest, gibt es auch nicht permanent. Und ja, jetzt gibt es hier noch einmal die neue Chris Backups. Dazu wird heute auch noch ein Video erscheinen. Und zwar ein Review zu dieser Waffe. Das werde ich euch versprechen. Das erscheint spätestens heute Abend. Ich muss noch mal ein bisschen was machen wegen Werbung, aber das kommt heute noch. Dann gibt es noch die Yuletide Anaconda, so weil ich es gesehen habe, die gehört auch zu diesem Christmas Event. Das kann man hier auch am Design einfach sehen. Dann ist die Weapon Case January im Sale. Die Super Weapon Renewal Kits sind auch im Sale. Dann könnt ihr hier immer diese Standardwaffen noch permanent kaufen. Es gibt noch die Transport Locker und halt den Goldcoin und den VIP Pass gibt es auch noch. So. Sonst hier auf Set-Item könnt ihr mal alle Phoenix-Waffen sehen. Das ist auch ein Event, halt Phoenix. Gehört alles, wo Phoenix davor steht, gehört zu diesem Event. So, dann gibt es hier noch einmal ein Five-Shot-Event. Da könnt ihr hier wieder ein paar Sachen gewinnen. Die haben es jetzt ein bisschen besser gemacht. Man muss nicht immer stundenlang drehen. Man drückt einfach auf Try Again. Dann kann man direkt Skip drücken. Dann macht man immer mal Klick, 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 Klick. Und dann ist man fertig. Dann hat man ungefähr in 10 Sekunden so viele Kästchen gefüllt. Gut, dieser Relocation Code, ich habe nicht verstanden, was das ist, tut mir wirklich leid, ihr könnt mich gerne aufklären. Hier gibt es ein neues Roulette, das ist, weil das Roulette nach dem Spiel wurde rausgemacht, das gibt es aber schon seit letzter Woche, ich erkläre es euch einfach nochmal. Hier könnt ihr was gewinnen, dann drückt ihr wieder auf Use und wieder Play a Game. Und das ist auch echt gut, einfach zum, da kann man, wenn man das gut macht, also ich hatte vorhin 100 Coins, da kann man das 5-Shot in einem Tag locker fertig machen. Ist ganz gut. Ist halt dann kein Muss, das finde ich auch eigentlich ganz gut gelöst. So, dann gibt es hier noch einmal unter Forge eine M417 Tau SB Type A und Type B. Da könnt ihr eine eine M417 Tau SB draus machen. Allerdings ist das nicht die normale M417 Combat. Ich habe die normale M417 Combat Perm, allerdings seht ihr hier, dass es nicht der Fall ist, dass ich die schon habe. So, dann gibt es noch einmal eine neue, ich weiß nicht, kann man hier Fireteam, nein, Sekunde, gehen wir auf Bravo,
So. Gut, hier können wir Fireteam machen. Da war's. So. Genau, das ist die neue Fireteam-Map. Dazu wird nachher auch noch ein Map-Guide oder einfach mal ein Video mit meinem Clan. Ich denke mal mit Chris, Moritz, Nile, Andy, Daniel und ja, vielleicht sogar auch noch dem lieben Thomas oder sogar Manuel. Mal schauen, wer alles da mitspielen wird, werden wir dann sehen. Ist eine 8-Player-Map und dann werden wir euch die auch erklären. So, tut mir leid, mein Freund. Gut, das war's auch erstmal. Sonst gibt's nicht allzu viel Neues. Es gibt noch ein paar Events. Ob ein Weihnachtsevent kommt, kann ich euch nicht genau sagen. Also ich vermute, also das ist jetzt meine Vermutung, dass eins kommt. Allerdings wird Comet Arms es so machen, dass man hier sieht, hier steht zwar Sale, allerdings kostet sie trotzdem noch 24,9k NX. Ich denke mal, das wird, wenn überhaupt so kommen, ich denke mal, dass sie nicht so sozial sind und wie letztes Jahr alle Waffen 12 Euro machen, also Assault Rifles und SMGs. Allerdings, wenn das kommt, dieses Event, werde ich euch sofort an dem Tag oder in der Stunde noch ein Video bringen darüber. Ich werde mir dann auch noch einiges Perm holen. Und ja, gut. Also, ich bringe euch heute Abend noch, ich denke mal, mehrere Videos. Also, ich habe ein Review zur AUKA 1 Black noch auf der Platte, das werde ich auch noch hochladen. Jetzt wird heute allerdings erstmal das Christmas Spec Ops Review kommen. Und dann morgen auf jeden Fall die AUKA 1 Black. Dann habe ich mir noch viele Sachen für meine Abonnenten, jetzt sind es 177, ausgedacht. Einmal, wo man auch eine Waffe für 90, 30, 7 und einen Tag gewinnen kann. GP, nicht NX, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich meine, nicht alles muss NX sein. Es gibt auch GP-Waffen, die echt geil sind. Und ja, dann habe ich halt auch noch eine Review-Regel. Da habe ich vor, also da müsst ihr dann was machen, damit ich 30 Tage lang am Stück ein Review pro Tag rausbringe. Das sind dann 30 Reviews. Und ja, dazu gibt es heute Abend noch mehr Informationen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder runter. Oder wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann sagt mir, was ich anders machen soll. Das wäre mir sehr lieb, weil dann kann ich mich natürlich auch gut verbessern. Ich kann euch jetzt noch einmal das hier mit dem Five-Shot. Oh fuck, scheiß jemand an. Jetzt muss ich hier erstmal... Ja. Jetzt die ganzen Five-Shot-Dinger da. So. Jetzt habe ich eins offen. Oh ja, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Egal. Gut, ja. Dann kann man hier einfach auf Skip drücken und dann ist fertig. Try again. Und Skip und fertig. Gut, ja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen hoch, runter. Wenn runter, dann bekünden. Bitte, wer lieb. Danke, haut rein.